Wir sind jetzt am Kreisel beim Hauptfriedhof, beim Blumengeschäft und hier steht, liebe Pforzheimer und Pforzheimer, ein ganz besonderer Baum. Und zwar seit 1871 oder 72, lesen Sie es dann später nach. Es ist eine Linde, die jetzt gerade voll blüht, deshalb ist es für mich eher gefährlich, mich ihr zu nähern. Es ist zwar ein schöner Baum und auch eine super Krone, sehr schön entwickelt, weil er als Einzelbaum stehen durfte. Aber Linden und Kastanien, die zwar schon aufgehört haben, und Birken, alles das sind Freunde meines Nicht-Corona-Hustens. Ja, und dieser Baum hat seine ganz eigene Geschichte und diese Geschichte hängt zusammen mit dem 1870-71er Krieg, also dem Krieg, in dem dann sich die deutschen Lande unter Bismarck geeinigt haben und dessen Friedensvertrag mit einer goldenen Feder aus Pforzheim unterzeichnet wurde. Darüber mal ein anderer Film. Und ich laufe jetzt hier hoch und hier unter der Linde, wie gesagt, sie ist gerade voll am Blühen, findet man einen Gedenkstein mit einer eingelassenen Platte, sowie ein kleiner Grabstein, wie sie auch auf dem Friedhof zu finden sind, der ja erst ein paar Jahre später, 1877, angelegt wurde. Und hier hat ein Schüler eben diese Friedenslinde gepflanzt. Und das war eine von mehreren Aktionen in den Jahren, in den ersten Jahren der Gründerzeit, also nach dem Friedensschluss von Versailles und dann dem endgültigen Frieden von Frankfurt am Main. Und sie zogen mit ihren Schulrektoren hinaus vor die Stadt und haben an verschiedenen Orten, so auch am Ende der Durlacher Straße bei der Bahn, solche Bäume gepflanzt und zumindest zwei existieren noch, nämlich dieser hier und der am Bahnübergang an der Durlacher Straße. Den Text, den finden Sie dann wieder auf meinem Kommentar. Schauen wir nochmal in den Baum hinein, ein wirklich sehr schönes Exemplar. Ja. Und dann blicken wir sozusagen herab auf den Alltag von heute, unseren Straßenverkehr, der sich ja schon fast wieder in normalen Verhältnissen bewegt. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze.